In diesem Video kläre ich einen Begriff aus dem Vertragsrecht, und zwar einen sehr zentralen Begriff. Und dieser Begriff heißt Privatautonomie. Der zentrale Grundsatz des Vertragsrechts, kann man sagen. Was ist Privatautonomie? Privatautonomie ist zunächst mal ein Freiheitsrecht. Das Recht also, unabhängig von staatlichen Regelungen, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Was ist Autonomie? Autonomie ist Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, und zwar im privaten Bereich. Privatautonomie heißt also Selbstständigkeit im privaten Bereich. So, und was heißt das? Im Rahmen des Vertragsrechts. Privatautonomie bedeutet im Wesentlichen zwei Dinge, nämlich einmal die sogenannte Abschlussfreiheit. Das heißt, jeder kann im Prinzip mit jedem Verträge abschließen. Es gibt hier wenige Ausnahmen. Ja, zum Beispiel ein Vertrag mit einer Person, die noch überhaupt nicht geschäftsfähig ist. Da gibt es Einschränkungen, aber grundsätzlich ist eine Ausnahme. Grundsätzlich gilt die Abschlussfreiheit, also das Freiheitsrecht ist, ich kann Verträge abschließen, mit wem ich will. Und das zweite ist die Gestaltungsfreiheit. Ich darf auch, oder die beiden Vertragspartner oder die Vertragspartner generell, dürfen auch in den Vertrag hereinschreiben, was sie wollen. Auch hier gibt es gewisse Grenzen, zum Beispiel sittenwidrige Regelungen. Ja, da könnte man dann nachher gegen angehen, dass so weit geht also die Gestaltungsfreiheit nicht, dass man sittenwidrig werden darf in einem Vertrag. Aber das Grundrecht ist, Privatautonomie ist ein Freiheitsrecht, und zwar meine Freiheit, Verträge abzuschließen, mit wem ich will, und natürlich in Einigung mit dem Vertragspartner reinzuschreiben, was ich will. Das ist Privatautonomie. Alles Gute, Marius Ebert. Hallo, Marius Ebert hier mit einem Hinweis in eigener Sache. Dieses Video gehört zu meiner Internetpräsenz, die besteht aus Tausenden von visuellen und akustischen Lernhilfen. Und diese Plattform, diese Präsenz möchte ich gerne erhalten und ausbauen. Ich möchte das nicht deaktivieren müssen. Ich bin aber in einem Konflikt. Und der Konflikt resultiert daraus, dass auch mein Tag nur 24 Stunden hat und auch ich meine Rechnungen bezahlen muss. Meine Internetpräsenz geht vom kurzen Definitionsvideo über die Beantwortung von Prüfungsfragen, das Vorrechnen von Aufgaben bis zum Webinar, in dem kompliziertere Sachverhalte erklärt sind. Und alle diese Lernhilfen stelle ich der Internetgemeinschaft kostenlos zur Verfügung bisher. Mein Konflikt resultiert daraus, dass das Ganze mittlerweile eine Dimension erreicht hat, die von mir eine Entscheidung verlangt. Und zwar bekomme ich sehr, sehr viele Anfragen aus dieser Richtung der kostenlosen Nutzer, aber auch sehr viele Anfragen von den Kunden meines Shops. Und die Kunden meines Shops sind die, die bezahlen. Die anderen Leistungen, ich sagte es schon, sind kostenlos. Ich möchte gerne beides erhalten. Ich möchte im Sinne von Unterstützung, von Bildung, Unterstützung von Hilfe für Prüfungen, es sind ja auch sehr, sehr viele
konkrete Prüfungstipps von mir kostenlos erhältlich, möchte ich das erhalten. Ich möchte es nicht deaktivieren müssen. Und aus diesem Grund, aus diesem Konflikt heraus, bitte ich Sie um eine Spende von mindestens 10 Euro. Überlegen Sie, ob diese Ressourcen Ihnen einen Nutzen bringen oder gebracht haben, der mindestens 10 Euro wert ist. Gerne mehr, aber mindestens 10 Euro. Das ist meine große Bitte, damit ich auch in diese Richtung weitermachen kann. Ich möchte auch das ausbauen. Ich möchte auch hier Anfragen und Anregungen, die kommen, beantworten, entsprechende Videos produzieren. Ich möchte diese Arbeit gerne fortsetzen. Nur damit das funktioniert, brauche ich Ihre Unterstützung. Meine Bitte also, noch einmal wiederholt, mindestens 10 Euro als Spende und leisten Sie doch, wenn Sie für sich entscheiden können, dass der Nutzen für Sie mindestens 10 Euro wert ist. Wenn Sie diese Frage für sich positiv beantworten können, dann leisten Sie doch bitte Ihre Spende über PayPal. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als auf den Link unter diesem Video zu klicken und alles andere ergibt sich dann selbsterklärend. Das ist meine große Bitte. Unterstützen Sie diese Ressourcen, unterstützen Sie mit, dass Menschen dort Hilfe finden in diversen Situationen, oft Prüfungssituationen. Unterstützen Sie dieses Projekt. Bitte spenden Sie mindestens 10 Euro. Vielen Dank, Marius Ebert.